Shalom Aleichem, wie Sie wissen, wir lernen heute Masechet Taanit, Gemara, Seite 18, aber früher auf deine Frage zu beantworten. Einmal saßen zwei Juden und haben gelernt Gemara und einer hat geraucht eine Zigarette. Und sagt der eine, darf man nicht lernen, darf man nicht beim Torah lernen rauchen. Sagt er, frag dem Rabbi. Er geht zu Rabbi und er sagt, Rabbi, darf man beim Torah lernen rauchen Zigarette? Sagt der Rabbi, nein, passt nicht. Sagt er, du weißt nicht, wie zu fragen, ich frage. Er geht zum Rabbi und sagt, Rabbi, wenn man raucht eine Zigarette, darf man auch lernen? Sagt der Rabbi, klar. Also es ist immer eine Auslegung, wie man die Sache dreht. Denn lass uns lernen diese Seite. Magilat Taanit geht um Regen. Regen und Fasttagen, weil Regen in Israel ist eine Interaktion mit Hashem. Wenn man sich geht in die Wege von Hashem, er gibt Regen in der Zeit. Wenn sie gehen nicht auf dem guten Weg, dann gibt das Probleme. Das sehen wir die ganze Zeit, auch in Tanach, die ganze Zeit die Schlüssel von Parnosse, von finanziell, von Leben, von gesund, vom Leben ist immer in die Schlüssel von Hashem. Gut. Hier spricht jetzt der Talmud über eine alte Megillah, eine alte Schriftrolle, der hat das geschrieben, Chizkia ben Hanania. Und der hat geschrieben, Tage, wo sie waren Feiertage damals und heute nicht. Zum Beispiel am 28 oder am 29. Adar ist ein Feiertag von guten Nachrichten. Warum? Es war in die Zeit von den Romaim Zeit, sie hatten große Probleme mit den Yehudoi, mit den Yehudim. Sie haben drei Sachen verboten, die Juden zu tun. Tora zu lernen, Beschneidung zu machen und Schabbat zu halten. Was hat gemacht Yehuda ben Shamua? Die sind gegangen, ein Rad holen von einer römischen Matronita. Was ist Matronita? Matronita ist ein lateinisches Wort für Matrone. Auf Jiddisch Gewirte, eine reiche Frau. Heute auf Deutsch, immer wenn ich sage das Wort Matronita zu Leuten, sie haben vor Auge so eine mollige Frau, so eine dicke Frau, so eine Tante Jochevet. So ein, genau. Aber Matronita hat nichts zu tun jetzt mit größer von Schulter. Also es hat zu tun mit dem Größe vom Reichtum und gesellschaftlichen Position. So wie Elisha Anavi ist gekommen nach Shunem und dort war eine große Frau, steht geschrieben Matronita. Aber die Frau in Shunem war eine dünne Frau, eine kleine Frau, eine zarte. Aber ihr Zustand war sehr, sehr groß. In diesen Zeiten, in der Zeit von Bet HaMikdash, war großer Einfluss von Frauen in die Gesellschaft. Und sie waren sehr oft bereit. Frauen sind sehr oft mehr gnädig und Mitgefühl zu helfen. Und Yehuda, auch Rabbi Akiva, und auch gibt sehr viele Geschichten in Talmud, wo die Juden haben Probleme und sie finden irgendeine Matronita, die bereit zu helfen. Und einmal habe ich gemacht eine Shiur über Rabbi Yossi ben Chalafta, 20 Diskussionen mit die Matronita. Also es ist ein bekanntes Thema in Talmud von römischen Frauen, die waren selbstständig und sie haben sehr oft geholfen. Ich weiß nicht, ich mag nicht immer reinzukommen in diesen gesellschaftlichen Diskussionen. Ich habe einmal gehört von einem großen Talmid Chacham, der heißt Rabbi Shabtai Sabato. Er hat gesagt, dass die Juden und die Frauen haben sehr viel miteinander zu tun. Warum? Weil beide haben keine Anerkennung in der Welt. Also beide haben schwer in ihrem Leben die Schlüsselpositionen zu bekommen in der Welt. Wird man nie lassen,
in ein Land eine Jude Präsident zu sein. Genauso wie nicht eine Frau. Aber in den letzten Zeiten, wie alles, wird alles besser und schlimmer. Also es gibt eine große Entwicklung und es gibt eine große Verschärfung. Auf jeden Fall, hier handelt es sich über eine Geschichte, dass die Königschaft von Romy hat gemacht, Verbot, soll man drei Sachen nicht machen, Brit Milah, Shabbat und Torah. Und Yehuda ben Shammai ist gegangen zu den Matroniten, wo alle größeren Leute von Romy befinden bei ihr. Und da ist wieder eine Frage, was bedeutet, alle Männer gehen zu ihr. Es ist immer Diskussion in solchen Geschichten, in Talmud und in Tanach, ob die Frau verlangt die Leute Nahrung, Essen, oder die Frau ist eine politischen, diplomatisch, oder die Frau verkauft ihre Körper. Also es ist immer eine Frage, aber bis heute gibt es so, es gibt hier in Frankfurt so ein Restaurant, nicht jüdisch, aber ich fahre immer mit dem Fahrrad und es gibt dort so eine große Frau, so eine Matronita. Ich sage sie jeden Tag Shalom, morgens und abends und sie leitet dem Geschäft. Und ich habe gesehen, dass sie ist nicht nur Gastronomieverkäuferin. Sie kommt mit jedem Kunde in einem Interaktionsgespräch. Weißt du, ich kenne nicht dein Leben, aber es gibt Leute, die fahren jedes Jahr zu irgendeinem Boutique-Hotel, irgendwo auf die Berge, wo dort gibt eine bestimmte Matronita, wo sie ist wichtiger als das Mittagessen. Also, ob es jetzt gibt eine Katschke oder ein Steak oder Frikadelle, spielt eine wenige Rolle. Aber die Gastfreundschaft und ihre Art, wie sie die Gäste, wie man sagt, in ihre kleine Boutique, Pension, Hotel nimmt, spielt bei den Menschen eine große Rolle. Menschen sind hungrig zum komplette Aufmerksamkeit. Und wenn eine Frau gibt einem Mann viel Aufmerksamkeit, hat sie einen großen Einfluss auf ihn. Die Frauen sind immer die Stärke. Die Frauen sind auch Stärke. Ich weiß nicht, jetzt mehr oder weniger. Männer sind stark und Frauen sind stark. Mehr oder weniger ist immer eine Zeit, gibt es Vorteile bei Männern. Man braucht in die Welt Männer und man braucht in die Welt Frauen. Zusammen kann man tanzen. Also alleine ist nicht schön. Also, dass in der Tanz der Mann führt, heißt noch nicht, dass der Mann besser tanzen kann. Die Frau bei ihrer verborgenen Wirkung geführt zu werden, weiß sehr gut, wie der Mann zu führen auch, soll er sie führen. Also, genau. Wie sagt man, der Mann ist der Dirigent und die Frau schreibt die Noten. Der ist stark. Ja. Gut, also nach diesem Befehl gehen die Leute mit Yehuda ben Shammai zu den Matroniten und sie sagt, geh und mach Demonstration bei Nacht. Jetzt guck mal, wie die Welt hat sich geändert. Heute Demonstration ist Gewalt, Schreien, Recht und Gerechtigkeit. In den alten Zeiten Demonstration war Milde, Liebe, Barmherzigkeit, Weinen, Flehen, Bitten mit schönen Wörtern, Hilf uns und so weiter und so fort. Sie hat gesagt, geh zu den Römern und redet mit denen. Die sind gegangen bei Nacht und sie haben gesagt, ey Leute aus Rom, wir sind nicht Brüder, wir sind nicht selbe Vater, wir sind Brüder, ihr seid von Edom, von Esau. Denn wir sind Brüder, Jakob und Esau. Wir sind nicht von demselben Papa, Yitzhak. Wir sind nicht von derselben Mama, Rivka. Warum wir sind anders als alle Völker und Nationen, dass ihr macht über uns solche schlechte Befehle? Und da haben die Romaim es annulliert, storniert die Probleme und es ist geworden ein Feiertag. Jetzt, es gibt in jedem Monat, es gibt 12 Monate im jüdischen Kalender. 6 Monate haben 29 Tage und 6 Monate haben 30 Tage. 6 Monate haben 2 Tage Rosh Chodesh, neuer Monat. Und 6 Monate haben 1 Tag
Rosh Chodesh. Jetzt. In die Torah steht geschrieben, in eure Freudetag, an eure Feiertage und an eure Anfang von neuem Monat sollt ihr an dem Tag feiern. Feiern bedeutet nicht fasten, feiern bedeutet keine Trauerrede und sogar an Rosh Chodesh, wo es gibt keine festlichen Mahlzeit offiziell Pflicht, es ist eine Pflicht, wenig zu arbeiten, also zum Beispiel nicht zu bügeln unbedingt und nicht heute den Keller zu aufräumen beim neuen Monat Anfang und auch keine Trauerrede zu halten. Deshalb, es gibt noch einen Feiertag und dieser Feiertag ist von Rosh Chodesh, Nisan, bis 8. Nisan. Warum? In jeder Generation gibt es Gruppen, Sekten, die wollen die Tradition kaputt machen. Es war ein großer Tana, sein Name war Antignos. Und Antignos hatte zwei Schüler, Zadok und Baitos. Und Antignos hat gesagt, soll man Hashem dienen, ohne Erwartung, eine Belohnung und einen Preis zu bekommen. Und dann Zadok und Baitos haben gesagt, was? Hashem zu dienen ohne Belohnung? Hashem zu dienen ohne Honorar? Hashem zu dienen ohne Erwartung für Gutes zu bekommen? Wie kann man sowas haben? Jeden Mensch, normalerweise, wenn er tut etwas, hat er Erwartung. Hat er Erwartung von Menschen, hat er Erwartung von Gott. Sagen wir, ein Mensch lernt Torah. Ein Mensch macht Mitzvot, legt Tfilin. Gut, hat er nicht Erwartung von Menschen, aber er hat Erwartung von Hashem. Dass wenn er hat gelegt Tfilin, es wird ihm gut sein. Hashem wird ihm, wie man sagt, entgegenkommen. Sagt Antignos, nein, ihr sollt Hashem dienen, so wie ein verkaufter Sklave. Der bleibt immer ein Sklave und bekommt nichts Bonus, bekommt nichts mehr als Essen und Trinken und das, was er braucht. Also soll man nicht erwarten bei Hashem, dass man etwas tut, dass Hashem ist ein Gotomat, so wie ein Bankomat. Also man will etwas, man sagt ihm, was man will, dem Gott, und er soll mir bitte, er arbeitet bei mir. Nein, wir arbeiten bei ihm. Und das hat denen nicht gepasst. Und die haben verlassen die normale Tradition und sie haben geöffnet zwei Sekte und die heißen Zdokim und Baitosim. Deshalb gibt es zwei Feiertage von dem Sieg von dem traditionellen, weisheitlichen, rabbinischen Judentum, einmal gegen die Zdokim und einmal gegen den Baitosim. Wir beginnen mit den Zdokim. Die Zdokim haben gesagt, dass die regelmäßige Opfer jeden Tag, wo man opfert, morgen und Nachmittag, kann jeden Mensch als individuell bringen. Sagen die Weisen, nein. Steht geschrieben, Tishmeru, das haben wir schon gelernt. Das steht plural, dass alle müssen das machen. Und deshalb, jeden Israelit muss geben ein halbes Shekel, reich, arm, jeder soll geben dieselbe Summe und soll sein eine Kasse in Bet HaMikdash und davon soll man kaufen Korban Tamid, regelmäßige Opfer. Gut, und zum Schluss am 8. Nisan, nach langen Tagen von 7 Tagen von Diskussionen, wurde man gestritten und gehackt. Die Chachamim, die Weisen, die Perushim haben gesiegt. Und es ist geworden, dass nur in Bet HaMikdash, nur kollektiv, nur das ganze Volk darf diese Korban geben und nur von das Geld von dem Publikum. Ja, aber stellt sich die Frage, die Entscheidung ist getroffen am 8. Nisan. Denn warum feiert man vom 1. Nisan die ganze 7 Tage von Diskussion? Ich sage dir jetzt einen Satz, einmalig. Sag die Gemara, um uns zu zeigen, dass wenn es schwierig am Leben, auch das ist zum Guten. Ein Beispiel, wenn ein Mensch war zum Beispiel eine Woche krank und nach einer Woche ist er gesund geworden, soll er nicht nur danken Gott für den Tag, wo ist er gesund geworden, sondern auch danken Gott für die Tage, wo er nicht gesund gewesen. Warum war er nicht gesund? Das muss er selbst wissen. Und es ist immer bei jedem Unglück ein bisschen Glück auch. Manchmal der Mensch ist mehr zu Hause, manchmal er ist mehr weich, manchmal hat er positive Gedanken, manchmal ist er nah zu Gott und er betet mehr. Es gibt so einen modernen Spruch, das bisschen Gut, was dir passiert in deiner Krankheit, das ist die Gut von der Krankheit. Also die guten Sachen,
Das steht nicht geschrieben in die Gemara. In die Gemara steht geschrieben, dass auch wenn es schwierig ist, auch zum Guten. Aber ich will immer die Wörter von der Gemara ja, ein bisschen relevant und runterbringen zu unserem tagtäglichen Leben. Die Baitosim, was war die Diskussion mit denen? Steht geschrieben, nach dem Schabbat, dem Tag nach dem Schabbat, soll man zählen 50 Tage. Was bedeutet nach Schabbat? Die Baitosim sagen, nach Schabbat bedeutet nach Samstag, nach Saturday. Die Chachamim, die Weisen, die Perushim sagen nein. Auch Feiertag heißt Schabbat, so wie es steht geschrieben, Shabbaton, Shoftim. Es ist ein Streik, auch am Feiertag arbeitet man nicht. Sagt der Talmud in einem anderen Ort, in Menachot 65, dass egal, wenn Pesach fehlt, ein Tag danach beginnt man zu zählen, die 50 Tage, und nicht jetzt am Sonntag. Die Baitosim lieben den Sonntag sehr, sehr stark. Sie sagen, Shavuot muss immer fallen an einen Sonntag. Und dann war eine große Diskussion und die Weisen haben besiegt und sie haben gezeigt, dass wirklich Mimochoras Shabbat, am Tag nach dem Shabbat, heißt das ein Tag nach dem Feiertage. Jetzt. Es ist Tage, die sowieso Feiertag. Rosh Chodesh, neuer Monat, darf man sowieso nicht fasten und nicht traurig halten. Siebten Tag von Pesach darf man auch nicht fasten und traurig halten. Warum sagt das die Gemara? Um zu sagen, dass immer ein Tag vorher und ein Tag nachher ist auch verbunden mit dem Tag, soll man dran achten. Was heißt das? Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Mensch hat Geburtstag. Der Geburtstag ist nicht nur an dem Tag, wo er macht die Feier. Es gibt einen Tag vorher, wo alle Gäste kommen, Familie, Kinder. Es ist schon Geburtstag da. Und es gibt einen Tag danach, wo man öffnet die Geschenke, man redet, wie war, wie. Ich rede jetzt, wichtige Menschen, der Lubavitcher Rebbe feiert 80. Natürlich, ein Tag vorher war eine Party und ein Tag nachher war eine Party. Also es ist eine lange, lange Feier. Heute habe ich mit einem Freund in Israel geschrieben, habe gesagt, nur wie feiert ihr heute? Sagt er, oh Schlomo, gestern haben wir gefeiert, jetzt feiern wir und wir werden feiern heute Nachmittag auch. Also die sind laut beim Feiern. Deshalb, die Idee ist zu betonen, dass auch die Tage, die stehen nicht geschrieben in die normalen Schriften, die sind auch wichtig. Und darum heißt das Schriftrolle Tanit. Was heißt das? Es gibt eine andere Schriftrolle und diese Schriftrolle heißt Esther. Und diese Schriftrolle liest man am Purim. Wann am Purim? In die ganze Welt liest man es am 14. Adar und in Städten, wo es gibt eine Mauer, am 15. wie Jerusalem, Akko, Ashkelon, China, Rottenburg an die Taube. Also es gibt Worms, es gibt Städten, die haben Mauer. Stadtmauer. Stadtmauer vom Stein. Nicht Stadtmauer nachgebaut jetzt in die letzten 100 Jahre. Ein alte Antiquitätmauer, weißt du? Ah, ja, okay. So wie in Worms, so wie in Rottenburg, so wie in Jerusalem. Ja. Also dort feiert man Purim einen Tag später. Jetzt, in die alten Zeiten war das so, dass es waren sehr viele Dörfer und Städten, wo es waren wenig Juden. Und sie hatten keine Minyan, sie hatten keine 10 Leute, um zu beten und zu haben Purim. Was haben sie gemacht? Es war am Montag und am Donnerstag große Markthalle. Und dort waren viele Juden von überall, die sind gekommen von der ganzen Umgebung, um dort Geschäfte zu machen. Nach Leipzig, was weiß ich, nach großen Messestädten.
Und deshalb die Weisen haben gegeben Sondergenehmigung, dass am 11., 12. und 13. für diejenigen, die können nicht kommen am Purim zu lesen die Megillah, sie sollen haben die Möglichkeit, es auch zu haben. Es gibt noch bestimmte Tage, und die Tage heißen der Tag von Nikanor und der Tag von Turianus. Was ist passiert? Was ist Nikanor und was ist Turianus? Es war ein Mann, der war ein Iparche von den Griechen. Iparchos heißt ein General von der Armee. Und diesen Nikanor hat jeden Tag seine Hand aufgehoben auf Jehuda und Jerusalem. Und er hat gesagt, wann diese Stadt wird fallen in meine Hände und ich werde sie treten. Und wenn die Chashmonaim haben gesiegt, alle, sie haben ihm die Füße und die Hände geschnitten, die Finger geschnitten und gehängt auf dem Tor von Jerusalem. Ein Mund, der hat gesprochen mit Hochmut und Hände, die haben gemacht auf Jerusalem, soll sein eine Rache. Was ist Turianus? Es war eine Geschichte. Turianus ist ein König von Romi in 117 zu unserer Zeitrechnung. Und er hat gesagt, soll man töten Papus und Lulianus. Also ich sage dir, was ist passiert. Es war irgendeine römische Prinzessin in Israel und irgendjemand hat sie getötet. Entweder war das Liebe-Geschichte oder Tod, um die Juden zu beschulden. Wie Sie wissen, die Juden sind auf alles schuldig, auch warum die Flasche auf der Straße sind nicht abgeholt heute. Die leeren Flaschen, das ist auch die Schuld von den Juden. Alles die Juden sind schuldig. Und Turianus hat gesagt, wer hat sie getötet? Wenn ihr nicht sagt, wir werden machen ein Pogrom bei allen Juden. Es waren zwei Juden, Tzadikim, Lulianus und Papos. Sie sind gekommen aus Lugdia, aus Lud. Und sie haben gesagt, wir haben sie getötet. Warum? Sie wollten sich töten und sparen, sollen nur zwei sterben und nicht töten dem ganzen Volk jetzt. Also sie wollten sich opfern. Als die sind gekommen, die Strafe zu bezahlen, sagt denen Turianus, wenn ihr seid von den Kindern, von dem Volk, von Hanania, Michael und Azariah, soll kommen, euer Gott soll euch retten. Von Nebuchadnezzar. Sie sagen, ja, Hanania, Michael und Azariah waren Tzadikim, wir nicht. Und Nebuchadnezzar war ein großer König und du nicht. Und Gott hat uns Todesstrafe. Und wenn du uns nicht tötet, Hashem wird finden ein anderer. Und Hashem hat viele Bären und Löwen, die können uns töten. Aber Hashem hat uns gegeben jetzt in deine Hand. Du bist jetzt der Bär, du bist der Löwe. Und er hat sie getötet. Sie haben akzeptiert das, was Hashem tut. Bis sind gekommen zwei Generalen von Rom. Sie haben bekommen eine Vollmacht zu bestrafen Turianus. Und sie haben seine Gehirn mit Holz geschnitten. Also alle haben gesehen, dass am selben Tag, wo hat er gemacht, so schlecht zu Lulianus und Papus, am dem Tag hat er bekommen seine Strafe. Also hier in dieser Talmud sieht man, dass es gab wahrscheinlich sehr viele Geschichten in dem jüdischen Volk, die nicht geblieben als lange Feiertage für ewig, weil sonst werden die ganze jüdische Kalender Feiertage. Also man kann nicht jetzt jeden Tag irgendwie was feiern, es ist schon genug Feiertage da. Gut, Schluss. Wenigstens eine Stunde wäre schön. Ja, aber es ist schon genug Feiertage da. Wenn man feiert, die Feiertage, die es schon gibt, ist schon genug. Okay, Zusammenfassung von diesem Kapitel. Es war Gebete, wenn es gibt keinen Regen. Die Kohanim sollen nicht trinken, haben wir gelernt. Und es gibt Tage, die sind froh. Und jetzt, die Gemara, wir beginnen heute ein bisschen zu lernen etwas Neues. Steht geschrieben in Könige 1, Pasuk 8.
wenn es will sein Hunger in der Welt, Pandemie, Krankheit. Ein Mensch soll immer beten und Hashem soll hören und gib jedem Mensch das, was er braucht, weil du, Hashem, weißt immer, was ist im Herzen von allen Menschen. Bis jetzt hat die Gemara gesprochen über Fasttage von Regen. Aber es ist immer gut zu beten und zu fasten und zu spenden auf jeden Problem, die kommt auf den Mensch oder auf die Gesellschaft. Die Frage ist, was ist eine Gefahr und soll man nicht warten? Und was ist nicht so schlimm und kann man warten? Sagt die Mishnah. Wenn es ist Vierteljahr ohne Regen, aber die Pflanzen zeigen sich gleich Krankheit, also wenn die Bäume werden krank, dann muss man sofort beten und fasten. Das heißt, auch wenn die Menschen spüren es noch nicht, aber bei den Pflanzen sieht man, dass anstatt Weizen kommt ein Erdbeer. Da hat Gerste, wächst nicht und es wird kaputt. Da werden alle Grünen freuen. Also wie viel Liebe gibt es zu der Natur? Also die Natur ist in diesem Fall wichtiger als die Menschen. Weil wahrscheinlich die Natur kann sich nicht sammeln, Mehl und Essen in Lager. Er braucht sofort zu essen. Und wenn die Natur wird krank, muss man gleich beten und gleich fasten. Wenn es ist nicht genug für die Bäume oder nicht genug für die Brunnen vom Wasser, soll man auch beten. Steht geschrieben in Amos, dass wenn es wird trocken, soll man sofort beten. Was heißt das? Wenn es regnet, überhaupt nicht. Nicht, wenn es hat geregnet und hat aufgehört. Oder plötzlich die Pflanzen beginnen zu trocknen, dann soll man gleich fasten, weil es ist ein Fluch in dem Staat. Es ist sehr, sehr, sehr schlecht. Der Staat soll fasten, aber alle in der Umgebung, die haben Regen, sollen nicht fasten. Es gibt Zeiten, wo es gibt zum Beispiel Hurrikan oder Pest oder Krankheit oder ein Stadt, wo es gibt 3 Tage hintereinander Tote. Da es ist schon Pandemie, da ist schon Krankheit. Und da soll man schon sofort beten. Das heißt, wenn in einer Woche sind 2, 3 Leute gestorben, auch wenn das ist Tragödie, es ist Signal, aber es ist noch kein Grund, wie man sagt, zu beten und zu warnen, dass es ein Tanit kommt, ein Fastentag. Aber wenn es ist 3 Tage hintereinander Begräbnis, das ist schon nicht gut. Also das ist schon keine gute Zeichen. Ich werde nicht vergessen, vor ein paar Jahren war bei uns in Frankfurt irgendetwas unangenehmes Schicksal. Ein Tag nach dem anderen, unangenehme Sachen. Und da habe ich schon gedacht, ich muss schon reden mit dem Rabbiner, vielleicht müssen wir einen Fastentag machen und so. Und da hat er gesagt, wir warten noch ein paar Tage und dann war alles okay, Baruch Hashem, hat sich beruhigt, ja? Ich wollte gerade das fragen. Gilt das auch für in Ausland? Klar. Nicht nur für Israel? Nein, das gilt in die ganze Welt. Das gilt in die ganze Welt, wenn in einer Stadt 3 Leute sterben, ein Tag nach dem anderen, der Stadt ist verflucht. Also ein Mensch soll nicht kaufen, zum Beispiel eine Wohnung, wo dort sind 3 Leute gestorben, jung, unter 60. Aha, das ist, da muss man sich aber richtig informieren, das ist okay. Ganz wichtig. Das ist, deshalb gibt es Leute, die wollen eine neue Wohnung, anstatt zu informieren. Bei einer neuen Wohnung brauchst du nicht zu informieren. Nein. Ja, du bekommst jetzt dann eine, oder? Was ist? Du bekommst jetzt dann eine neue Wohnung, oder? Naja, ich hoffe, ich spiele Lotto vielleicht diese Woche. Wenn du sagst, ich habe Glück zu haben, meine Wohnung will ich kaufen Lotto. Aber nein, ich habe eine alte Wohnung.
Aber irgendwann wird vielleicht, oder nehmen eine Wohnung von jemandem und restaurieren und wissen, dass in diesem Haus war nichts Schlimmes. Es gibt in Israel so eine Gebäude, wo niemand will dort wohnen. Weil man sagt, dass jeder, der dort gewohnt hat, schlimmes Schicksal. Okay. Und momentan diese Gebäude ist voll mit Ausländerarbeitern. Aha, okay. Und bei denen gibt es kein Problem. Nein, es gibt einen jüdischen Witz, dass einmal eine Schüler hat gelernt beim Rebbe ein Gebet gegen Hunde, die beißen. Und der Rebbe hat gesagt, wenn die Hunde kommen, soll er sagen, dieser Pasuk, Lechol bnei Israel, lo yechatz kelev leshoino, und da und die Hunde werden gehen. Und er war im Wald, sind gekommen ein paar Kampfhunde, und er hat gesagt, den Pasuk so ganz laut, und wahrscheinlich hat das die Hunde sehr aufgeregt und sie haben ihn gebissen. Er kommt zu der Rebbe und er sagt, was soll das? Ich habe gesagt, den Pasuk, und es hat nicht geholfen. Sagt der Rebbe, ja, vielleicht diese Hunde können nicht diese Pasuk. Die verstehen nicht die Sprache. Und das ist sehr interessant bei Hunden, die verstehen nur die Sprache von ihrem Besitzer. Das heißt, ein Hund versteht alle Sprachen der Welt. Chinesisch, Deutsch, Hebräisch, egal was. Er versteht seinen Besitzer. Schon, bleib gesund und stark. Ja.